Angler möchte kämpfen. Oh, ein Pokémon. Golini, Level 25. Oh, 27, okay. Gegen meinen Dave. Fußkick. Könnten eigentlich gleich noch ein Bierchen aufmachen. Natürlich, ich mach irgendwie... Nee, kein Schnabel. Ich habe irgendwie gehofft, dass sie irgendwie super Schall oder sowas macht. Kann ich gerade mal gucken. Ach, die sind alle so hoch. Hier, der Alex ist Level 27. Der war immer der Überflieger und jetzt ist er mit einer der, in Anführungszeichen, schwächsten. Hornattacke war geil, ne? Ja, Rutenschlag. Hättest du eben machen können. Aber nö, musstest ja unbedingt den Dave töten. Das war spitze! Okay, wir wechseln gerade mal den Alex. Oh. Nein, das war falsch. Okay, das geht so gar nicht. Tausch mit Dave. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, dann können wir direkt mit ihm hier quatschen. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Ja. Ich habe auch mal geangelt. Für eine Stunde oder so. Es hat nichts angebissen. Oder waren es 2 Stunden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da so ein Teich mit ganz vielen Fischen drin. Da konnte man halt drin angeln. Braucht man keinen Angelschein für oder sowas. Und wir haben nix, null gefangen. Man hat immer mal so die Fische so springen, also so aus dem Wasser springen gesehen. Aber wir haben einfach nichts gefangen. Wahrscheinlich waren die schon alle voll gefressen. Und der Typ hat uns abgezockt oder so. Und ich habe mein altes, neues Lieblingsgetränk wieder entdeckt. Ich habe mir nämlich dieses Zitronensaft-Gedöns in diesen kleinen gelben Fläschchen. Fange ich jetzt wieder an, mir in mein Wasser reinzukippen und da könnte ich, weiß ich nicht, 5 Liter am Tag von trinken. Richtig geil. Nö. So. Wieder Hornattacke. Mir ist ein bisschen kalt. Ich habe auch schon die Heizung angemacht. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Mein Thermometer funktioniert auch nicht mehr. Ist die Batterie leer. Und daher kann ich jetzt leider nicht sagen, wie kalt-warm es hier drin ist. Alex erreicht Level 28. Ich habe den Angler besiegt. Den komischen... Wie heißt der nochmal? Kevin James? Und ich hätte auch mal wieder Bock auf... Filme mit... Bruce Willis. Genau. Einfach mal so ein bisschen Die Hard gucken oder so. Cool, mir ist was ins Netz gegangen. Das ist irgendwie so wie so ein voll der schlechte Anmachspruch. Hallo, Kevin James. Ihr mit euren fucking Goldinis. Auf jeden Fall ist jetzt meine Flasche leer. So, also fast. Ich trinke die jetzt leer. Nö. Und ich muss nachher mal noch ein paar Kommentare beantworten. Irgendwie, weiß ich nicht, ich bin faul. Ich lese die zwar... Ich habe da schon wieder das meiste von vergessen. Von daher werde ich mich da gleich mal ranmachen und ein paar Kommentare beantworten. Alex ist verwirrt. Natürlich trifft er sich jetzt selbst. Natürlich! Was sollte auch sonst passieren? Ja, es ist schön, dass du verwirrt bist. Aber jetzt ist Goldini tot. Hallo!
Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Ah, du wolltest mich nicht durchlassen, du Wichser. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Ein Ausguck. Steht da noch irgendein Heini? Hier sind sogar Leutchens. Eine. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht länger. Hast du ein... Wie viele Pokémon sind hier verreckt? Was ist denn das? Achso, ich könnte ja vielleicht fragen, was das ist. Sternschauer. Sternschauer ist eine treffsichere Technik, die in wichtigen Kämpfen von großem Nutzen sein kann. Kann Togepi Sternschauer? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Sind wir jetzt in Lavand... Nee. Was ist das denn hier? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Geht immer mal weg. Obwohl, ich könnte hier ins Pokémon Center gehen, mal ein bisschen auffrischen. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die Mucke von Lavandia. Die macht einen so Depri. Die hört nicht so komisch an. Die ist so schief. Nicht dein Ernst, ich nehme schon 22 Minuten auf. Das kommt mir jetzt vor wie 10 oder 5. Alter. Nicht schlecht. Ja, schade. Habe ich bestimmt schon mal gemacht. So, ich möchte jetzt zu diesem komischen gelben Pistor. Was ist das? War ich hier schon mal drin, ne? Da ist Christoph. Was gibt's denn hier? Und mir wurde gesagt, ich krieg bald noch bessere Pokebälle. Ein Tauboga. Brauche ich nicht. Meine Playsy ist gerade angegangen. Oh, und wisst ihr was? Jetzt am Wochenende ist es soweit. Da bestelle ich mir meine PlayStation 4. Freue ich mich schon drauf. Ach so, und. Und. Ich habe am Wochenende. Am Montag. Habe ich eine von 5000 physikalischen New and Tasty PlayStation 4 Spielen ergattern können. Für $30, glaube ich. Plus $15 Versand. Aber das war es mir wert. Ich war am Überlegen, ob ich mir noch die Vita-Version kaufen soll, aber nö. Da gab es nur 2500 von. Es wird aber irgendwann bald wird es nochmal verkauft, weil man durfte pro Person nur ein Spiel bestellen. Also man durfte jetzt nicht dreimal New and Tasty für PlayStation 4 bestellen. Man durfte aber einmal für Vita und einmal für PlayStation 4. Das ist möglich, aber ansonsten nicht. Und dieses Spiel wird für immer eingeschweißt bleiben. Ja, das heißt, weil das Schöne ist nämlich, auf der CD ist auch der DLC drauf. Von New and Tasty mit Alf's Escape. Und diesen DLC gibt es irgendwie nicht für die PlayStation 3, was ich sehr schade finde. Deswegen darf ich mir den auch nochmal für 3 Euro runterladen, weil ich die CD nicht auf... Also das, die Hülle nicht aufmachen will. Wo muss ich denn hier hin? Da unten rein muss ich. So. Jetzt sind wir im pissgelben Kaff. Fangen wir irgendwo hier oben an. Was ist mit dir? Mach dich vom Acker! Hatten wir das nicht schon? Safronia City, Pokémon Arena. Arena-Leiterin Sabrina. Die Herrin der Was ist denn hier los? Warum sind wir hier? 2?
Hey. Muss ich das verstehen? Warum gibt es hier zwei? Kann man hier hinten rein? Alter, was ist denn da los mit den Leuten? Die stehen doch hier alle vorm Eingang. Was willst du hier? Hau ab. Seid ihr doof? Das ist eine kurze Frage. Safronia City gehört Team Rocket. Was ist das hier für ein Haus? Civco Bürogebäude. War ich hier schon mal? Nee, das mit dem Civ-Ding. Ich bin sehr verwirrt. Verwirrt vor allem. Was ist los mit dir, hä? Ich fühle mich wunderbar, wenn ich böse bin. Okay. Da gehen wir mal noch nicht rein, weil das sieht so aus, als ob wir da rein müssen. Was ist das hier? Guten Tag. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? Dann werde ich hier einfach mal mit Terms zugeschmissen. Was ist das? Psychokinese. Sie vermindert die Spezialfähigkeit des Gegners. Also eine Kack-TM. Was? Hey. Wenn wir erst die Silphco unter Kontrolle haben, können wir in der ganzen Welt mit Pokémon handeln. Okay. Erstmal hier quatschen. Ich wünschte, die Top 4 kämen und stampften Team Rocket in den Boden. Der Zeitpunkt der Entwicklung ist von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich. Die Silphco ist sehr bekannt. Deshalb wurde Team Rocket auf sie aufmerksam. Okay. Chanera! Chanera! Ich glaube, ich müsste gar nicht heilen. Halt! Es ist nicht schön. So, weiter geht's. Hier können wir nicht hier unten hin? Ist das so ein... Doch, da kommt man hin. Ich möchte da gerne hin. Kam ich... Nee, von unten kam ich nicht. Schätzen wir, da wird dann nur so ein Durchgang sein. Ja. Ja, okay. Schade. Gut, dann gehen wir ins Civco-Gebäude, würde ich sagen. War das hier? Oder war das noch eins höher? Nee, das ist hier. Das ist schön. Das hört sich nach keiner vertrauten Musik an. Also das ist schon mal sehr auffällig hier. Aber nichts da. Hier auch noch so Palmengedöns. Ja. Alter, was ist das für ein riesiges Gebäude? Was ist denn das für ein Gebäude, bitte? Kann man da angeln in der Mitte? Das wert, ja.